Hallo zusammen, jetzt ist wieder soweit, endlich wieder mal ein Video. Es ist Sonntagabend und wir machen uns auf das Abenteuer Tesla 150 MHz Oszillator, unser Baby hier, der ja schon recht seine Runden gedreht hat in der Wellnessbranche hier in Deutschland bisher hauptsächlich, aber jetzt soll es auch international weitergehen und da ich ja 6 Sprachen inklusive dann noch die biologische Sprache, die neue Medizinsprache, also 7 Sprachen spreche, kommt mir das sehr willkommen. Und heute wollte ich euch mal vorstellen, wie die neueste Version vom Tesla 150 MHz Oszillator funktioniert, weil es gab ein paar kleine Änderungen. Und dann wollte ich auf das Wasservitalisieren Thema eingehen, dann auf den Tesla FlexPad, dann kurz auf das Geschenk, was wir immer mit dazu geben, den H2 Turbo, auf den Standfuß, auf die zahlreichen Bücher und auf das Hauptthema, nämlich Diathermie, wie Tag und Thermie, eigentlich eben auch Tiefenwärme, kann man dazu sagen, generiert durch Radiowellen. Da sind wir bei diesem Wundergerät, was schon seit fast schon nun locker 10 Jahre auf dem Markt ist, aber jetzt langsam so, seitdem ich dabei bin, so richtig bekannt wird. Das war auch meine Motivation, überhaupt dabei zu sein, nachdem ich nach 15 Minuten mein Nackenthema gelöst habe, was dann für mich eindeutig war, das Ding funktioniert, die Erfahrungsberichte stimmen. Habe ich dann gleich online gemerkt, dass dann irgendwie, ja, man eher abgehalten wird, so ein Gerät sich anzuschaffen oder überhaupt Interesse dafür zu zeigen, weil es ja als Wasservitalisierer, Experimentierset, Oszillator, nicht Multiwellen-Oszillator, sondern ein Einwellen-Oszillator mit Oberwellen, und so kann man dann sagen, kommt man da sehr, sehr schnell durcheinander. Vor allem ist es ja nicht so was Gewohntes wie so ein Wasserfilter, was man sich installiert und dann mit oder ohne Wasserstoff, antioxidativ, basisch, mit wenig Mineralien oder mit vielen Mineralien. Alles ist ja da drin, aber das kann man sich noch vorstellen. Aber bei diesem Produkt ist alles einfach, kommt man sich fast vor wie ein Aluhutträger mit dieser Stabantenne hier. Aber die hat es in sich, kann ich euch zeigen gleich. Fangen wir mal einfach mal mit den Neuerungen an. Es gibt den Drosselschalter hinten nicht. Deswegen gibt es da hinten nur einen On-Off-Schalter. Den mache ich mal jetzt an. Das heißt, wenn man damit etwas machen will, schaltet man hinten ein. Und dann gibt es den Knopf Nummer 1 und Knopf Nummer 2. Beide machen dasselbe. Nur Knopf Nummer 2 macht, je nachdem wie lange man eingestellt hat. Der ist in der neuesten Version 30 Minuten voreingestellt und man jetzt bei diesem Modell, bei dem hier, haben wir jetzt vorhin auf 1 Stunde hochgestellt. Und ich werde dann euch zeigen, wie man das hochstellt. Deswegen nicht wundern, so Knopf 1 ist Wasser, Knopf 2 für andere Zwecke. Nein, Knopf 1 ist 15 Minuten lang fest und Knopf 2 ist so lang, wie man den Timer einstellt. Zwischen 15 Minuten bis 60 Minuten kann man den einstellen. Ich empfehle 60 Minuten, dann hat man genau so ein Zeitgefühl, die Stunde ist rum und jetzt habe ich mehr als genug hier von dieser Diathermie erfahren. Wichtig ist, dass man die Antenne nicht hier hält, nicht so hält, nicht berührt. Dann macht's nicht, dann funktioniert es nicht. Sondern soweit es geht unten hält. Und die blaue Seite soll wegzeigen, die soll nicht zu mir zeigen, die soll nicht zu jemand anderen zeigen, sondern die soll wegzeigen. Das heißt, so wird gehalten. Ja? Oder so wird gehalten. Nicht so. So ist schon zu nah. Lieber so, weiter weg. Das ist wichtig. Erstens. Zweitens, Wasservitalisierungsthema. Sehr nervige Angelegenheit für mich, weil ich schon mal gleich die Lösung vorab präsentiere. Siehe hier, wenn ich jetzt mit diesem dahin gehe, warte, ja, siehst du leuchten? Das heißt, das Kabel leuchtet auch, ja, also das Kabel strahlt auch. Das heißt, ich stelle die Flasche hier hin,
Flasche, Glas, was ich will. Mach eine Schleife rum, ja, eine schöne Schleife. Mach damit, was ich will, ja. Siehst du? Das heißt, so vitalisiere ich das Wasser nebenbei. Es geht ums Nebenbei. Und nicht, also so 15 Minuten lang und dann hat jeder sein Wasser vitalisiert. 15 Minuten heißt es, gerne länger machen, stört ihr nicht, wenn die Strahlen hier durchfließen. Das sind Radiowellen, die fließen auch durch Stein durch. Ich könnte, wenn das aus Stein wäre, könnte ich das gleiche auch machen. Auch Plastikflaschen, da fließt es auch durch. Hier. Ja, das ist Plastik hier. Ja. Das ist Plastik. Holz geht nicht. Also, jetzt gibt es neuerdings dieses Standfuß. Wir haben welche auf Lager. Ja, und der ist dafür gedacht, dass man sozusagen so oder so zum Beispiel. Ja, das. Hoder. So. So. So soll der sein, ja? So kommt die Flasche her. Der berührt jetzt. Ja? Aber du siehst, das Kabel leuchtet schon hier. Weil das Kabel. Das Kabel strahlt auch. Somit kann ich das Kabel nutzen. Und jetzt? Hier leuchtet es auch durch. Ja, schön. Radiowellen fließen durch. Glas und Wasser. Schön. Das ist wie wenn ich beweise, Strom fließt durch Kupfer. Aber nicht durch Plastik. Ja? Bei Radiowellen ist es halt anders. Ja? Dass dadurch das Wasser besser wird, habe ich mir ausgedacht, dass wir Beweise brauchen. Es gibt anscheinend schon Leute, die dadurch, durch dieses Wasser, was vitalisiert worden ist, hexagonal gemacht worden ist, dass dann die Pflanzen besser wachsen. Aber ich habe da jetzt nichts Überzeugendes bisher so sehr gefunden. Deswegen habe ich die Challenge jetzt hiermit für immer, bis ich irgendwann in irgendeinem zukünftigen Video, weil es zu viel wird, sagt, die Challenge ist vorbei, aber solange ich das nicht sage, bekommt jeder so ein H2 Turbo als Geschenk, wenn er eine Videosammlung macht, wo er mit Pflanzen, Samen, Kresse, was auch immer, Versuch macht, wo sozusagen zwei, also am besten drei Schüssel, ja, Samen 1, also gleiche Sorte, Tomaten, auf, die ganzen Samen auf drei aufgeteilt. Dieser Topf bekommt das Wasser, gefiltert oder nicht, wie auch immer. Das gleiche Wasser, aber mit dem Stab 15 Minuten vitalisiert oder länger, bekommt dieses hier. Und das dritte bekommt auch das gleiche Wasser, ohne zu vitalisieren, gleiche Menge, aber bekommt den Stab direkt befeldet. Von mir aus einmal alle paar Tage oder einmal am Tag. 10 Minuten, die Erde berührend oder wenn die Pflanze langsam rauskommt, die Pflanze auch berührend, verbrennt man nicht, keine Sorge. Und so ein Video erstellen, wo wir dann sozusagen eindeutig beweisen, dass Pflanzen irgendeiner Form besser wachsen, wenn man das mit diesem hexagonalen, in Anführungsstrichen, Wasser begießt. Weil ich meine, das Essentielle ist vielmehr, dass man die Pflanze nicht mit diesem Wasser begießt oder nicht, das ist so nebensächlich, Hauptsache man gibt der Pflanze Wasser, sondern dass man es an die Pflanze hält. Und wenn es nur ein einziges Mal ist, wenn die Pflanze gerade jung ist und einmal so richtig 15 Minuten bekommt, meine ich, dass das eindeutig feststellbar ist. Und deswegen, jeder soll mal so ausprobieren und jeder, der mir so eine Videosammlung zusendet, was wir dann auch online verwenden würden als Beweis, wird dann sowas bekommen. Und da gilt auch die Absicht, das heißt, wenn man da nicht so einen Riesenunterschied merkt oder wenn man merkt, dass das Vitalisierte schlechter wächst bei einer bestimmten Sorte, kann ja passieren, ist kein Thema. Jeder, der uns so ein Video sendet, bekommt sowas geschenkt. Das kostet 400 Euro. Also ist ja schon mal was. Der ist übrigens sehr schön, bunt und da ist Wasserstoff
drin. Das heißt, da kommt Wasserstoffgas jetzt hinein. Hier ist ein Deckel, der 5 bar Druck zulässt und dann aufmacht bei 5 bar, damit es nicht platzt. 5 bar ist ein doppelter Autoreifendruck, also schon sehr stark, ja, sehr viel Druck. Deswegen ist es der beste und deswegen schafft der die höchsten Wasserstoffgasblasen ins Wasser rein zu pressen. Und da ist eine Studie dahinter, da wachsen Pflanzen besser, da gibt es alles Mögliche. 2000 plus Studien, könnt ihr unser letztes Video ja euch anschauen. Da sage ich nichts, dass mit dem Wasser was passiert. Hier fehlt mir leider bisher der jegliche Beweis, aber es ist halt eben ein 150 MHz Wasservitalisierer. Und dementsprechend darf jeder das machen. Wenn man es macht, fällt aber eigentlich die Frage eben weg, brauche ich so einen Standfuß? Der ist schön, kann man haben, kostet 75 Euro netto, also ein bisschen was über 80 Euro brutto, kann man dann so halten. Ich meine, das was im Koffer dabei ist, normalerweise, das hier ist schrecklich. Das auf keinen Fall nutzen, weil dadurch geht so das Reagenzglas kaputt. Man muss außerdem die Flasche ein bisschen entleeren. Ja, man muss dann so mit Reagenzglas, so, und dann steht es so. Ja, ist ja schön und gut, mit Liebe gemacht. Und dann ist trotzdem berührt der Stab an einer Stelle das Reagenzglas und oben auch. Also an zwei Stellen berührt er das Reagenzglas und dann ist mit Wasser Kontakt. Das ist aus meiner Sicht nicht effektiver, wie wenn ich es so hin tue. Also jetzt bei dieser Flasche könnte ich sogar so machen, der hat eine Schleife, ja. Ihr seht's. Aber ich könnte es auch so hin tun, ja. Oder von mir aus, das ist irgendein Gegenstand. So. Aber es muss gar nicht auf irgendetwas, einfach so. Ja? Hier ist jetzt blöd mit der Schleife, also die Schleife sollte nicht sein. Ohne Schleife. Schleife ist immer blöd. Keine Schleife machen, bitte. Lange Zeit. Also so. So würde ich jetzt zum Beispiel die Flasche berühren. Und schon habe ich das Ziel auch erreicht. Ja? Ihr seht. Ziel erreicht. Mach mal in die Mitte, bitte. Mach mal in die Mitte der Flasche. Ziel erreicht. Man braucht das nicht. Also lassen wir es weg. Die Flasche kann zubleiben. Man hält es einfach dran. Aber ich habe mir schon von Anfang an, schon vor einem Jahr ausgedacht, dass man ja nur einfach nur die Flasche dahin. Eine Schleife. Eine Schleife. Ich habe das brav, mach damit was ich will, ja, mach das und ja, seht ihr das? Das ist natürlich was anderes, wenn ich dann so am Körper, dann fließt es auch. Das ist wie Strom zu sehen, nur es fliegt durch die Luft. Es ist praktisch Strom durch die Luft, wie eben alle meinen Tesla, aber es war schon vor Tesla, dass die Leute Strom ohne Kabel verteilt haben. Ihr müsst nur vom Knopfloch C-H-N-O-P-F-Loch die Videos auf YouTube anschauen. Also das ist alles ganz anders gewesen. Tesla hat nicht alles erfunden, sondern er war ein Patenttyp. Ein Patenttype, sag ich mal. Genau, jetzt sind wir beim Aluhutträger-Antennen-Anwendung. Kann ja jeder mal probieren, so. Tut so ein bisschen Wärme abgeben. Das hier nervt beim Wärme abgeben, ja. Ist ja schön und gut, hinterm Ohr vielleicht mal, ist schön und gut, aber da ist so wie so ein Wärmestab, ja. Dann wachsen einem so die Barthaare so ganz komisch. Das geht, ja. So in der Art. Aber es ist trotzdem, man muss halten. Deswegen finde ich, ist die Revolution, ich stoppe jetzt mal, dieses Flexpad. Das Flexpad in der Vorgängerversion, und das ist schon die optimierte Version, das hat hier da drin so eine Klammer. Hier, ja, hat so eine Klammer. Deswegen ist es nicht mehr so ja, anfällig, sag ich mal. Das gibt es jetzt mittlerweile auch mit demselben Prinzip praktisch, alles gut gelöst. Hier
Sag. In so Kunstleder. Das ist jetzt die aktuellste Version, sag ich mal. Ja? Und damit, die Logo-Seite, die macht nicht warm, sondern diese Seite macht warm. Und jetzt kann man zum Beispiel, ich mache ihn auf. Ich mache Stufe 2. Ja, Flexbett verhält sich anders. Flexbett ist viel entspannter insgesamt, weil es ja auch, weil das Flexbett auch so, sozusagen auf eine größere Fläche verteilt wird, die Radiowellen. Aber es macht schon warm, also es fühlt sich gut an. Allein jetzt so, wie ich so halte, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel so mit den Fingerspitzen halte, spürt sich, fühlt sich so an, wie als würde warmes Wasser so durchfließen. Also ist schon eine geile Sache. Also allein so für Feinfühlige unter euch, die Schwebekonstellationsleute, die würden dann hier so ganz fein, kann man da so fliegen fast schon, ja. Und die Flexbett-Antenne zum Beispiel, dort, die tue ich auf den Boden, tue meinen Fuß drauf und dann ist es sowas wie ein Fußwärmer. Irgendwann wird es dann warm, dann tue ich den anderen Fuß drauf, dann wird es wieder warm, dann tue ich beide Füße drauf. Dann kann man sich auch schön draufsetzen, ist ein Wärmepad. Das ist sozusagen Missbrauchung dieses Gerätes als Infrarot-Wärmepad ähnlich, jedoch ein Diathermie-Wärmepad. Das heißt, durch Radiowellen erzeugte Tiefenhyperthermie. Radiowellen, Radio Bayern, 3. Tiefen, deep, in die Tiefe, profundo. Wärme, Thermie, ja, Wärme. Hyperthermie, also mehr Wärme wie normal, also so Extremwärme, saunamäßig. Saunagänge ist auch Hyperthermie, also sehr warm, sehr heiß, hot, Disco, ja. Und Tiefenhyperthermie, in diesem Fall mit 150 MHz. Früher waren es 144 MHz. Jetzt sind es 150, weil 144 MHz, da haben sich 2-3 Funkamateure beschwert und deswegen wurde das verboten, kann man online auf der Bundesnetzagentur nachlesen. Aber das ist jetzt 150 MHz, ja? Deswegen ist überhaupt kein Thema, es gibt keine Beschwerden, keiner braucht sich Sorgen machen und alles läuft wie am Schnürchen. Früher ging aber 144 MHz auch. Und ich habe hier unten 144er Megahertz. Hat halt noch die alte Frequenz, müsste ich umbauen lassen. Fühlt sich genauso gut an für mich. Also, das heißt, es ist nicht exakt 150 muss es sein, wie der Dieter Bröers sagt. Also, jeder, der Periodenschmerzen nach 2 bis 4 Stunden wegbekommt, darf mir gerne mehr von dem Gerät erzählen. Aber bisher gibt es sonst keins. Dieses schon. Und das habe ich persönlich geschafft, bei meiner aktuellen Freundin und bei meiner Schwester. Nur ich persönlich. 2 bis 4 Stunden, egal ob auf einmal oder hintereinander halbe Stundeweise. Ja, ja, so viel zum Wasser vitalisieren, weil wir dürfen ja nicht am Körper sozusagen, aber Tiefenwärme am Körper und dann tut man halt so warm und dann fühlt sich das gut an und dann ist es wie Luxus. Ja, so. Und nebenbei kann man Wasser vitalisieren, so viel man will, mit dem Kabel um die Flasche gewickelt. Bitteschön. Und jeder darf so viel Wasser vitalisieren und so viel Wasser trinken, wie er will auch. Alles erlaubt. Es gibt nicht zu viel, auch von der tiefen Wärme nicht. Es fühlt sich einfach nur luxuriös schön an, wenn man das Pad hat. Wenn man das Pad nicht hat, dann muss man halt halten. Ja, dann ist voll nervig, finde ich. Dann darf man auch nicht hier berühren. Bei dem hier darf man hier festhalten, sozusagen. Überhaupt kein Thema, weil das abgeschirmt ist. Also, ja, hat man Zahnschmerzen oder Nackenschmerzen oder Brustschmerzen, Schulterschmerzen, ja. So in der Art mache ich's. Erfahrungsberichte gibt es ja genug. Jetzt habe ich schon viel zu viel erzählt, weiß gar nicht, ob das okay ist, aber ich rede ja aus dem Nähkästchen heraus, aus der Blüte heraus oder Blume, wie man das nennen mag. Genau, diese Sachen wollte ich jetzt mal loswerden,
so als Basisinformation, aber wir sind natürlich noch lang nicht fertig. Danke, dass du noch mit dabei bist. Bleib dabei, weil da kommt schon jetzt noch geballtes Wissen. Bin gerade ein bisschen gut drauf. Ja, dann noch zu der Preisthematik. Warum ist nirgendwo ein Preis angegeben? Wieso? Ist es teuer? Ist es günstig? Ja, der Hersteller hat eben diese Philosophie, weil es eben kein günstiges Produkt ist, dass keiner Preise angeben darf. Das ist dann auch so eine Kundenbindungsmaßnahme, sage ich mal. Man kauft halt dann doch dort, wo man das empfohlen bekommen hat. Da muss man ja dann auch andere Leute anfragen. Aber im Endeffekt gibt es überall denselben Preis. Rabatte sind strengstens verboten. Wir halten sozusagen als Händler alle zusammen. Jeder, der eben sein erstes Gerät kauft, muss halt in den sauren Apfel beißen. Aber sobald man ein Gerät hat, gibt es schon die Möglichkeit, dass man das weiterempfehlen kann. Wir haben ein besonders interessantes System uns ausgedacht, ab dem ersten Gerät praktisch. Gerne mich da ansprechen, da kann ich gerne weiter beraten. Dann, das ist ja im Endeffekt sowas wie ein Online-Kauf. Also es ist so wie überall ein 2 Wochen Widerrufsrecht. Widerrufsrecht ist aber normalerweise, dass man so das Gerät so anschaut, Koffer aufmacht, anschaut und dann sagt, ja, ich will es oder ich will es nicht in den ersten 2 Wochen. Ja, und ich will ja nicht, dass das Gerät, was ja für versichert versandt werden muss, da gibt es versichert bis 2500, dann gibt es bis 5000, ja, und es wird halt dann teuer versandmäßig. Deswegen will ich natürlich, dass es behalten wird. Deswegen soll natürlich jeder hier vorsichtig damit umgehend das natürlich auch anwenden und dann genau wissen, ob er es behalten will oder nicht. Ob das bei mir ist oder bei welchem Händler auch immer, man hat heutzutage immer 2 Wochen Widerrufsrecht. Das wollte ich euch mal so als Anti-Angstmaßnahme oder wie auch immer, weil man will natürlich nicht einfach so die Katze aus dem Sack kaufen und deswegen keine Sorge, wir sind im 21. Jahrtausend, es gibt ein Widerrufsrecht. Dann das andere Thema. Garantie gibt es 2 Jahre, aber keine Sorge, also natürlich ist ein Elektrogerät, kann immer mal was passieren, gab es, ist passiert, aber muss ich schon sagen, sehr selten, so gut wie nie. Und wenn aber dann auch außerhalb der Garantie was passiert, also mir ist passiert zum Beispiel während der Garantiephase, dass ich anstelle 12 Volt Netzteil, 24 Volt Netzteil dran getan habe, habe ich es eingesendet und habe mich entschuldigt dafür und habe gesagt, ich zahle die Kosten und das hat dann halt 200 etwas Euro gekostet. Und das ist nicht, weil ich Händler bin, sondern das ist, weil da sind die sehr kulant, sage ich mal, wenn es um Reparaturthemen geht. Und deswegen keine Sorge, das Gerät ist wirklich auch nach 10 Jahren das gleiche Geld wert, so ungefähr fast, also als Gebrauchtgerät. Und man kann immer alles nochmal erneuern oder stärker machen lassen, also alles möglich. Da gibt es noch mehr Sachen, was im Hintergrund passiert, da kann ich Sie gern darüber beraten. Ich weiß über alles Bescheid, kann ich sagen. Jetzt machen wir weiter. Ja, was haben wir da? Die Challenge mit dem hexagonalen Wasser habe ich ja dann erzählt. 150 MHz haben wir jetzt auch verstanden. Da muss ich jetzt noch drauf eingehen, ja? Die 150 MHz. Aus der Steckdose kommt eine Frequenz, die ist 50 Hertz. 50. Das heißt, 50 Mal in der Sekunde macht die so. In der Sekunde, 50 Mal. Ja? Wir sind hier bei 150, also nicht 50, sondern 150 Megahertz. Nicht Hertz, sondern Megahertz. Mega heißt Millionen Hertz. Das heißt, 150 Millionen Mal in der Sekunde schwingt diese Frequenz. Ja, jetzt machen wir mal wieder ruhig. Schwingt das Ganze 150 Millionen Mal. Die Mikrowelle macht es 2450 Millionen Mal. Also nochmal, ich sag mal, 30 Mal mehr, schneller. Und bei der Mikrowelle, da ist auch dann 500 Watt an dem Ganzen. Hier sind eben 7 Watt dran, ja. 10 Watt ist Spezialversion, kann man, ja.
Und das ist einfach eine ganz andere Anwendung und das ist eine ganz viel schönere, angenehme Art. Und das ist diese Tiefenwärme eben, die jeder von früher kennt. Böse, böse Mikrowelle. Ich frage mich mittlerweile, ob die Mikrowelle wirklich so böse ist. Ist ein Tiefenwärmegerät auch für Essen und Trinken. In der heutigen Welt, alles wird uns böse gemacht. Und vieles habe ich früher geglaubt, bis jetzt diesen Sommer, das den spitzen Höhepunkt erreicht hat, da habe ich jemanden kennengelernt, der nicht irgendein Hinz und Kunz ist, sondern der organisiert mit seiner Frau einen Kongress der neuen Medizin in Spanien, da war ich, vor einem Monat erst. Und der hat erzählt, der ist jetzt gerade so 48 rum, dass er bis bevor er seine Frau kennengelernt hat, sich von Chips und Cola ernährt hat. 43 Jahre lang, sozusagen die ersten 43 Jahre hat er, kann er sich erinnern, einmal im Jahr mal was, so Gemüse gegessen, eine Karotte oder irgendwas, aber eigentlich sonst hat er sich von Chips und Cola ernährt. Und der Typ sah genauso gesund aus wie jemand, der halt in seinem Alter ist. Ich möchte nur sagen, Ernährung ist nicht so wichtig, wie behauptet wird, und es gibt da draußen keine großen Gefahren. Die Gefahren liegen ganz woanders, nämlich, dass man die Biologie nicht verstanden hat. Und da ist das Stichwort neue Medizin. Jeder, der in dieser Tesla-Branche ist, die haben alle schon was davon gehört. Nur keiner traut sich den Begriff da zu sagen, Dr. Hammer, germanische Heilkunde, neue Medizin. Da ist wirklich einfach Beschreibung von biologischen Naturgesetzen. Da müssen wir nicht hypothetisieren, ob die Schüsslersalze helfen oder Akupunktur hilft oder Nahrungsergänzung oder Vitamine, Mineralien, alles Mögliche. Das sind alles Hypothesen. Wenn jeder Raucher Lungenkrebs bekäme, dann würde ich sagen, ja, Rauchen macht Lungenkrebs. Aber warum bekommt jemand, der nicht raucht, trotzdem Lungenkrebs? Und warum bekommt jemand, der dauernd raucht, keinen Lungenkrebs? Weil Lungenkrebs nichts mit Rauchen zu tun hat. Wie diese Versuche alle gemacht werden, wie diese Studien gemacht werden. Da draußen, an alle, die jetzt dieses Video sehen, ich weiß, man will immer Leuten glauben, aber ich kann euch versprechen, die Wahrheit tut weh. Alles, was wir glauben, ist gelogen. Nichts mehr glauben, wissen oder als gelogen abstempeln, bis man es beweist, dass es wirklich so ist. Deswegen, zum Wasservitalisierer hin oder her, ich habe schon in den 17 Jahren jetzt in meiner Branche, also Richtung 1000 Wasservitalisierer kennengelernt, glaube ich. 1000 nicht, aber wirklich ein paar hundert. Und alle fahren immer dasselbe Schema. Dieses Gerät ist was viel, viel, viel Wichtigeres. Es ist nicht nur ein einfacher Hexagonal-Wasservitalisierer. Es ist was viel Wichtigeres. Meine Schwester, meine Freundin, Periodenschmerzen AD. Auch nachdem sie wegbleiben und man es nicht anwendet, ist es trotzdem weg. Auch Monate später. Es ist nicht so, man muss jeden Tag irgendwie machen. Ich meine, der Haupteffekt, um bestimmte Sachen zu lösen, ist in den ersten 4 Stunden. Das heißt, ich habe XY vor, Knie, Kopf, was auch immer, Zahn. In den ersten 4 Stunden kumulierend, das heißt halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde, 4 Stunden oder 4 Stunden an einem Zug, da hat man schon alles geschafft, was geht. Danach ist es nur noch Luxus, aber ein Luxus, den ich, wo ich ein fauler Sack bin, ja, ich habe mich nicht mal geschafft zu rasieren jetzt für diesen Film, diesen Luxus gönne ich mir locker, ungelogen, im Durchschnitt, wenn ich jetzt wirklich so Pi mal Auge sage, ja, schon so 4 Stunden mindestens täglich. Und also ich habe jetzt keine Probleme oder so, dass ich das... Es ist Luxus, es ist einfach eine schöne Wärmetechnik. Tut gut, fühlt sich gut an und schwingt halt so vor sich rum. Man sieht ja, das geht ja auch über die Luft. Ja, ich kann auch das Ding hier so halten. Also deswegen, bitte zurück zu den Tatsachen. Tiefenwärme, Hyperthermie, lokale Hyperthermie. Wenn ich jetzt in die Sauna gehe, bin mit dem ganzen Körper in der Sauna, dann schwitze ich. Die Wärme, die erwärmt mich innerlich auch, aber ich schwitze so sehr, dass ich rausgehen muss. Ja? Und die geht schon ein bisschen in die Tiefe. Ich kann aber nicht mehr in die Sauna gehen. Bei dieser Technik, da ist dann einfach so, dass dann hier ich andocke sozusagen und dann das fließt so den Weg des geringsten Widerstandes durch. Da sind dann verschiedene Gewebestellen, an manchen Stellen, wo es dann ein bisschen kränklich ist, wird es bei mir dann mehr warm, ja. Das rechts, links merkt man richtig einen Unterschied, sage ich mal. Und das hat damit zu tun, dass eben diese kranken Gewebestellen
nicht so einen hohen Widerstand zeigen. Die sind sozusagen in einer anderen Situation, Heilsituation oder konfliktaktive Situation, wie man das nennen will. Und da fließt es gern durch und macht warm. Punkt. Aus. Nichts mehr. Macht warm. Was macht es? Macht warm. Und wie funktioniert es? Macht warm. Und was in der Zelle? Ja, macht warm und geht da seinen Weg wie so ein Fluss und macht warm. Und dann, ja, Hyperthermie ist sogar in der Orthonormalmedizin anerkannt. Saunagänge, gut. Infrarotmatte, gut, ja. Was macht das? Macht warm. Also deswegen, wir brauchen da nicht sehr viel hypothetisieren, was es im Hintergrund noch alles macht. Weil da wären wir ja Gott, wenn wir das entschlüsseln könnten. Vielleicht können wir jetzt bald mit der künstlichen Intelligenz da mal die drauf sozusagen loslassen und sagen, hey, stell Thesen auf, schau in den ganzen Biologiedatenbanken und Physikdatenbanken nach und Kranken- und Gesundheitsdatenbanken, die wir dann der künstlichen Intelligenz füttern und sagen, was könnten das sein und was passiert da wirklich, gibt es da Beweise, immer wieder Thesen aufstellen, beweisen, neue Datenbank. Und so kann man schon die künstliche Intelligenz dann bald dann mal drauf anlegen und forschen lassen. Das werde ich machen übrigens. Vor allem in dem Bereich Biologie, Naturgesetze, neue Medizin, ja. Dass es so richtig mal rauskommt. Aber bei dieser Technik bitte bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen. Keine Hypothesen. Es macht warm, es ist eine Wärmetechnik und man kann damit Wasser vitalisieren. Gerne machen. Ich habe meine Leute, wo ich das präsentiert habe, immer ohne Wasser vitalisieren. Es war eher mit Bier oft in Verbindung, weil wenn ich Freunde habe, da trinkt man halt zusammen Bier, da werde ich nicht mit Wasser vitalisieren anfangen. Trotzdem, Periodenschmerzen, ade. Prämenstruelle Schmerz, eine Woche Brustschmerzen vorher auch nicht da gewesen. Direkt nach der Behandlung praktisch hätten die kommen müssen. Also, deswegen bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen, bleiben wir auf der Infrarotmatten-Ebene. Nur Star Trek. Dünn, flexibel, ja, ich kann das so machen. Hier die Ecke auch, aber hier bitte nicht und hier auch nicht tordieren. Ja, Kabel nicht so rumbewegen. Man kann sich draufsetzen, man kann einfach die Hand da drauf tun und es fühlt sich einfach nur super an. Drauf liegen, oh, unterm Rücken, über dem T-Shirt, oh, das ist schön, sage ich euch. Also deswegen, Star Trek lässt grüßen, da hätte, ja, die hätten da viel, viel leichteres Spiel gehabt. Somit haben wir die Tiefenhyperthermie durch. Tiefenhyperthermie. Es gibt genug Diathermie-Geräte, die auch genau das gleiche machen. Die fangen bei 1 MHz an und gehen hoch bis noch höhere Frequenzen. Nur, da muss man mit Elektroden und Gel und ein Arzt oder Assistentin, die bewegt dann dauernd, man liegt nackert dahin, also ohne Rücken, ohne T-Shirt, dann wird dann immer so gemacht und dann muss man zum Arzt. Oder da gibt es so eine Röhre, da geht man dann rein, macht 600 Watt Tiefenhyperthermie, Diathermie, damit behauptet, dass Krebszellen damit getötet werden und so weiter. Es ist nicht so mit Krebs. Es gibt da nichts zu töten. In der Natur gibt es nichts Böses. Es gibt auch nichts Gutes. Es gibt auch kein Immunsystem. Bitte, neue Medizin. Schaut nach und ihr werdet ganz andere Augen machen. Und das ist kostenfrei. Hier reden wir fast von kostspieligen, aber ohne diesen kostenfreien Element, den ich euch sowieso, wenn ihr mich anruft, aufdrängen werde, weil ich wirklich euch helfen will. Also deswegen, ruft's an. Ich kann da vom Nagelpilz bis zu anderen Sachen sehr gute Quellen anschauend und auch hinter mir einen Arzt befragend, kann ich immer versuchen weiterzuhelfen, weil es macht Spaß weiterzuhelfen. Deswegen, mit diesem Gerät macht es besonders weiter Spaß. Deswegen habe ich auch jetzt die Ausbildung angefangen, wie heilt man Periodenschmerzen. Jeder darf mitmachen in dieser Ausbildung. Die Ausbildung ist 1:1 am Telefon und dauert nicht lange, ein Telefonat. Und dann kann jeder auch sozusagen Leute ausbilden, wie man Periodenschmerzen und prämenstruelle Schmerzen heilt. Hiermit verkündet. Ich wollte niemals sowas machen, aber jetzt habe ich meine Berufung gefunden. Experte für prämenstruelle Schmerzen. Meine Freundin sagt auch schon, dass ich ihr Doktor Preferido, also ihr, wie nennt man das?
Ihr bevorzugter Arzt bin. Ja, hallo, bring mal die Prämenstruellen und die Menstruationsdinger da weg. Ja, dann hätten wir das Thema auch. Wir sind ja auch schon langsam durch, ja? Standfuß haben wir erklärt. Die Anwendungsdauer noch. Die Leute fragen, ja, so muss ich das jetzt mein Leben lang jeden Tag 15 Minuten oder 7 Minuten oder was ist jetzt? Wie gesagt, es ist Luxus, aber von den Katzen wissen wir, zum Beispiel ein Fallbeispiel, kommt die Katze bei der Nachbarin, kratzt an der Tür, an der Haustür, die macht auf, kommt sie mit ihren 2, 3, 4 Kätzchen, setzt sich in die Nähe der Antenne, schaut das Gerät an oder die Antenne, sie macht an, 7 Minuten später, 8 Minuten später geht die Katze und mit den Kätzchen wieder weg und hat genug. Und sie ist jetzt nicht da drauf gesessen. Jetzt habe ich aber neuerdings sehr viele Videos bekommen, wie Kätzchen da gerne da drauf liegen, Hund gerne da drauf liegt, weil es einfach nur angenehm wohlig ist und auch länger wie eine 7 Minuten. Sprich das Flexpad, das ist viel sanfter. Das ist hier zu sehr spitz, zu sehr, ja, das ist viel sanfter, viel großflächiger, macht aber gut warm, sag ich mal. Und deswegen hier, wenn die Tiere das schon machen, sage ich mal, 15 Minuten täglich sollten es schon sein. Wenn halt, also ich besonders finde es gut, wenn dann so eine Woche Pause war und dann nochmal eine Stunde und dann taucht man wieder voll in die tiefen Entspannung ein. Und das war eben meine Erfahrung. Ich habe ja hier Kundenbesuch und denen dränge ich das natürlich grundsätzlich auf und sage so, und wo ist Schmerz am meisten? Und dann zack hin. 45 Minuten später ungefähr schauen die dann aus, wie als wären die frisch aufgewacht vom Schlaf, aber wirklich so Tiefschlaf, so gerade aufgewacht, so in der Art, habe ich schon mehrfach Fälle gehabt. Und auch, wo dann die Erfahrung war, ja, der Schmerz hier an der Hüfte ist weggeblieben. Also am nächsten Tag eine E-Mail, ich konnte auf der Hüfte schlafen und es tat nicht mehr weh. Also fast 70% der Leute, die hier vorbeigekommen sind, haben mir so ähnliche Erfahrungen gebracht. Und das macht echt Spaß, vor allem, weil wir bei ihm zum Beispiel herausgefunden haben, dass es durch den Tod seiner Mutter hat sich eben das Durchsetzungsthema auf der linken Seite, er ist Rechtshänder, gelöst und das ist dann natürlich in Heilung geraten und das tut sowas weh. Und wenn der jetzt hier mit der Wärme dahin kommt, scheint das die Heilung gefördert zu haben und in einem Zug dann, weißt du, so in der Art. Also deswegen so viel jetzt zu diesem Katzen- und Tiere-Thema, wenn die es schon mögen und, also auch Hunde, nicht nur Katzen, ja, dann ist alles gut. Zum Flexpad habe ich auch viel gesagt, da wollte ich noch eine einzige Sache noch sagen. Genau, zum Flexpad wollte ich sagen, also es ist jetzt schon im Endeffekt die dritte oder vierte Generation hier. Ich weiß, dass es 2 Jahre Entwicklungszeit gebraucht hat, weil es ist keine leichte Aufgabe, ja, weil es halt so, ja, immer wieder, ja, deswegen gibt es auch nur 6 Monate Garantie da drauf. Ja. Aber man darf schon. Nur hier ist es sensibel, ja, diese Stelle. Deswegen habe ich mir einfallen lassen, das stört ihr kaum einen. Oder, Yashi? Jetzt gerade nicht, ne, und das macht sie sonst gar nicht, dass die so schläft auf dem Schoß. Ja. Die schläft richtig. Nehme ich das Gafferband. Yashi? Cool, ne? Yashi. Keine Reaktion. Lebst du noch? Was ist mit dir passiert, Schwarzi? Ohne Schwanz, was ist denn los? Wie besoffen. Soll ich nochmal schneiden? Ja, ich schneide. So, weg. Jetzt wacht sie auf. Pass auf. So, jetzt wacht sie auf. Wir testen jetzt mal ohne. Ruf jetzt, Yashi. Die du mit das Zeug nochmal viel besser. Und dann hält es wahrscheinlich schon mehrere Jahre. Und natürlich vorsichtig umgehen. Ich habe meine Flexpads immer hier am Nacken kaputt gemacht. Das heißt, wenn es hier so eine Schräge gibt, hier geht's. Aber am Nacken, weil da noch so eine Kuhle kommt, ja, so und so, das war blöd. Auf Dauer, ja. Ich wollte noch das Täschchen vorstellen. Die Schutzhülle. Und jetzt auf einmal. Zum Flexpad, weil jetzt haben wir hier aus Sicherheitsgründen noch mal versteift hier. Da kann jeder noch kreativ sein, vor allem wenn man so eine Schutzhülle noch hat. Da kann man mich ja nett fragen, dann kann ich ja so einen Schutzbezug zum Flexpad mit dazu schenken. Oh nee, schenken darf ich nicht. So
finden es manche Leute ein bisschen hygienischer. Nimmt natürlich minimal weg von der Wärme, aber finde ich schon eine gute Maßnahme, sag ich mal, ja, Schutzbezug. Gute Erfindung. Und warum steht hier ein Ventilator? Das ist ein super Tischventilator, der hat eine Lithiumbatterie drin, also ist gleichzeitig eine Lithiumbatterie-Aufladegerät, große Lithiumbatterie. Und gibt es bei Amazon ab 13 Euro, super, mit doppelt Lithium auch. Super geil, also würde ich jedem empfehlen bei Amazon. Ich werde da vielleicht sogar einen Link machen. Da drückt man auf den Knopf, der ist mit Akku eben, gibt es in 3 Stufen, die haben alle 3 Stufen. Ich mache mal die erste Stufe an, weil mir ist ein bisschen warm. Kann man irgendwo hinklemmen oder hinstellen. Ja? Oh, das ist wichtig, weil wenn man da das drauf sitzt oder so, das fließt ja durch einen durch, dadurch wird es einem warm, gerade im Sommer. Im Winter ist ja schön, dass es einen aufwärmt und die kalten Hände und Füße warm werden und so weiter. Das ist ja super. Aber im Sommer sehr, sehr zu empfehlen, vor allem bei Neulingen, dass die dann nicht dann gleich schwitzen anfangen und so weiter, sondern einfach so ein Teil organisieren auf Amazon oder wo auch immer für 13 bis maximal 30 Euro, also unter 20 Euro bleiben und mit diesen Lithium-Akkus aufgeladen. Ich wollte jetzt nicht da anfangen, die Dinger zu importieren und dazu schenken. Vielleicht mache ich das aber. Und warum ist der Booster noch dazu geschenkt? Weil das Wasser wirklich angenehm, super lecker weich wird. Und warum wird es weich? Weil wir das Wasser antioxidativ machen. Nicht mit Hokuspokus, sondern wir drücken H2-Gas hinein. Mit Druck. Wie wenn ich CO2 mit diesem Sodastream, wo ich dann die Druckflasche habe, mache. Mit Druck. Der macht mit 8 Bar. Der macht hier mit 4 Bar, 4,5 Bar sowas. 5 Bar maximal. Und da ist wirklich ein Geschmacksunterschied zu merken. Beim Tesla, ich ehrlich gesagt, habe kaum einen Geschmacksunterschied erlebt, aber Kunden haben auch schon Geschmacksunterschiede erlebt. Ich selber habe es eben sehr selten getrunken, muss ich ehrlich zugestehen, weil ich eben viel lieber das trinke, deswegen schenken wir das dazu. Jeder kann Wasser trinken, welches er will. Hat auch wenig mit Gesundheit zu tun, welches Wasser aus meiner Sicht, solange man genug Wasser trinkt und öfters pinkeln geht. Außer man hat ein Syndrom und ist dann angeschwollen und Beine, Füße sind mit Wasser angeschwollen, dann nicht mehr trinken, wie man pinkelt. Aber sonst kann man genug trinken, damit man genug pinkelt. Man kann sogar seinen Urin nochmal wieder trinken. Habe ich sogar auch ein paar Mal gemacht und mache ich immer wieder mal. Gerade so als Handcreme, geile Sache, ist die beste Handcreme, kann man sagen. Aber sind wir vom Thema abgeschweift? Also gesundheitliche Themen sind eben nicht nur so kompliziert, sondern es ist eigentlich recht banal. Hier haben wir halt Gas drin. Das präsentiere ich jetzt zu Hochermeizur. Ja, der war nicht so sehr unter Druck. Ja, man sieht, da kommen noch so Gasblasen raus, wie bei einer Mineralwasserflasche, obwohl der jetzt nicht an ist. Und jetzt kommt der berühmt-berüchtigte Schütteltest, den ich im Endeffekt erfunden habe, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn ich bei Mineralwasser schütteln kann, dann muss ich ja bei dem auch schütteln können. Ja, ich kann. Tada! Ich liebe diesen Schütteltest. Und so sieht man, dass da eben ein anderes Gas drin ist. Nicht das große Blasen CO2, was ja 18 mal schwerer ist, sondern H2. Mini, mini, mini. How many times are you and the mini? Mini money, semi, semi, mini, mini, mini Hydrogen Bubbles. Molecular Hydrogen, molekularer Wasserstoff wird es genannt. Weil eben H2, H2 finden sich, dann sagen die anderen H2-Gasblasen, ich hier, ich. Und dann treffen die sich und dann werden die größer, größer und dann tauchen die auf. Deswegen, da ist immer noch Wasserstoff drin. Ja? Je öfter ich jetzt schüttle, desto mehr habe ich sozusagen Wasserstoff rausgeschüttelt. Das Wasser hat jetzt weniger Wert. Es ist sozusagen wie wenn ich eine Bierflasche schüttle oder eine Sprudelwasserflasche schüttle, um weniger Gas zu haben. Ja? Deswegen nicht schütteln vorm Trinken. Es ist nur ein Schütteltest, um zu zeigen, dass der Wasserstoff rein gepresst worden ist. Und hier gibt es über 2000 Studien drüber. Ich halte trotzdem nicht super viel von Studien, wenn die nicht einmal die Biologie kapiert haben, aber trotzdem, es gibt genug Studien. Und zwar ehrlich gemeinte Studien, nicht von irgendwie John Hopkins Universität, Schmarrn, Scheiße da, oder, sondern
Studien von echten Unis, die wirklich da was zeigen wollen, ja. Deswegen, schenken es dazu, ist doch nett. Ja, jeder kann es dann auch, wenn er es nicht nutzt, weiterschenken. Ist auf jeden Fall ein Hingucker, kann man schön angeben. Man will ja als Esoteriker so ein bisschen das beste Wasser haben, ja. Das Wasser plus noch hexagonal, kann man ja so draufstellen, zum Beispiel beim Pad. Aber da gilt auch die Regel, wenn ich unaufwendig vitalisieren will, da Hostile-Vitalisierung, ja, so in der Art. Ask me anything about everything. In diesem Sinne, mir fällt gerade nichts weiteres ein, vielleicht fällt dir noch was ein, Michael. Aber danke fürs Zuschauen hier und danke für das Interesse am Tesla. Die Links wären aquacentrum.de/Tesla. Da findet man dann Informationen. Und das andere wäre aquacentrum.de/neue Medizin. Und wie immer Wasserthemen, sei es Wasserfilter, Wasserstoffwasser, auch Inhalation von Wasserstoff. Da sind wir so schon da online die Instanz. Hat auch was. Also das Wasserstoffthema geht schon hier in die Richtung. Alle anderen Wellnessprodukte. Also ich habe jetzt so viel kennengelernt. Ich glaube, die kann man fast alle pauschal in die Tonne schmeißen. Wasser trinken ist halt schön, weil es halt einfach schmeckt. Aber so alles andere so von, wie gesagt, 43 Jahre Chips und Cola und der hat gelebt und war gesund. Also wo ist die Gesundheit wirklich? Das ist die Frage. Bitte kein Esoterik-Themen mehr glauben, sondern einfach entweder wissen oder einfach als Lüge abstempeln und den gesunden Menschenverstand einschalten wieder. Den hat man irgendwo mal liegen lassen manchmal. Wiederholen, suchen, wo ist der gesunde Menschenverstand? Ah, da ist er, den hatte ich letztens da beim Arzt liegen lassen, als er mir so Angst eingejagt hat und mir in meinem Kopf erzählt hat, man müsse vielleicht irgendwo hier reinschneiden oder keine Ahnung. Nee, gesunder Menschenverstand sofort zurückholen, sofort rein und sagen, hey, das kann ja gar nicht sein, grundsätzlich. Oder einfach sagen, außer Hypothesen nichts gewesen? Ja. Und dann einfach weitermachen im Leben, weil das Leben ist zu schön.